das Ganze angefangen hat, habe ich natürlich auch Schiss gehabt. Ich meine, plötzlich gehen alle Restaurants und Clubs zu. Das ist ein Großteil von meinem Umsatz. Ich habe darum den Leuten recht schnell gesagt, dass ich ab jetzt zu ihnen heimkomme. Ich habe, um nicht auffallen, ein bisschen angefangen mit dem Handy filmen. Aber trotzdem war mir auch gar nicht wohl dabei. Ich meine, kaum gehe ich zu jemandem heim, schaue von allen Seiten die Nachbarn aus dem Fenster raus. An einem gewissen Punkt habe ich jede scheiß Überwachungskamera in dieser Stadt gekannt und einfach gewusst, irgendetwas muss ich mir überlegen. Drogen fand ich halt ja nicht aufschaffen, bloß weil Corona ist. Ich meine, für mein Geschäft ist Anonymität inmitten von Menschen extrem wichtig. Die Übergabe per Handschlag ist natürlich in Zeiten von Social Distancing gestorben. Ich habe dann angefangen, im Migros und im Coop abzumachen, und zwar so auf Minuten genau. Ich schmeiß nämlich Stopp in Salat. Der Kunde kommt, nimmt zu sich und legt mir schönes Geld in mein Körper. Ein paar Kunden melden sich nicht mehr wirklich. Aber andere dafür hamstern wie beim WC-Papier. Da muss ich dann recht schnell Müsse durchgehen, dass ich jetzt nur noch ab 10 Gramm rauslang. Und nach einer Woche haben plötzlich all anderen Schiss bekommen, dass die Ware ausgeht, weil die Grenzen zu sind. Aber mein Lieferant, der arbeitet mit Personal von Spitälern zusammen, die halt hier und her pendeln und das Zeug so in die Schweiz bringen. Und darum läuft es mir so gut. Nimm das da mal. Du Rani, hast du gerade hier an. Ja, aber sieht man Zürich. Hast du etwas dabei, oder was? Ja. Trottel. Sorgen machen eigentlich nur ein paar Kunden, die einfach nicht checken, wie man sich in dieser Situation verhalten sollte. Ich meine, dann feiern sie zuhause. Haben sie erstmal schön alle 2 Meter Abstand voneinander und dann teilt sich trotzdem das Röhli zum Schnupfen. Dann gibt es einfach so Verschwörungsdubbel. Es ist nur eine Grippe. Schuld ist 5G oder die Juden. Das sind die Gefährlichsten. Das ist einfach nicht an die scheiß Abstandsregeln glauben. Meine, für mein Geschäft ist das die grösste Gefahr. So Vollidioten, die sich einfach nicht an die Regeln halten können. Ich darf auf keinen Fall krank werden. Ich gehe einfach her, lege das Zeug im Briefkasten, nehme den Cash raus, was ich nicht da habe, und gut ist. Ja, noch eine halbe Stunde. Ich bin eine halbe Stunde da. Ich bin eine halbe Stunde da. Ja. Ich habe früher immer gut konsumiert. Aber seit Corona bin ich clean. Ich habe eine Agenda wie ein Bankdirektor. Ja, ich rufe dazu. Corona ist ein Anarchist. Und ich bin auch einer. Ich habe jetzt angefangen, einen Postversand aufzumachen. Ich meine, die ganzen Banker und Anwälte haben sich jetzt natürlich alle mit ihrer Familie ihre Zweitwohnungen verschanzt. In den Bergen, zum Staat, St. Moritz und so. Immer um 5 Uhr packe ich das Zeug ab und mache einen Brief. Und weil momentan all so viel per Post verschicken lassen, ist das Risiko extrem klein, dass da mal eine Ladung untergeht. Das ist ziemlich geil. So wie Zalando mit Drogen. Sing when you're winning. Na 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 ready for and that's when that you never oh.